10:11, Satzball Maris Tsipras. Und Alex verliert hier seinen ersten Satz im Einzel an diesem Tag. Habe ich ihn zu viel gelobt? Den gegen ihn hier, den Herrn mit Desai, den Inder, hat er stellenweise einfach nur gezaubert. Aber anderes Spiel. Neues Glück oder Peck wäre natürlich ungeheuer wichtig und im Plan der Hildburgsteiner fest eingeplant, dass der Punkt kommt vom Alex. Denn sonst könnte es hier schnell nicht mehr 3-3, sondern 3-5 stehen, denn auch David Reitspieß am Nebentisch tut sich nicht ganz so leicht. Die Halle in Hildburgstein, da können manche Vereine einfach überhaupt nur träumen davon. Am letzten Wochenende über 500 Zuschauer, möglicherweise sogar Zuschauerrekord. Und auch jetzt kein freier Platz mehr. Hat zum Teil natürlich für mich die Folge, dass kaum mehr Platz für meine Kameras ist. Und im Gedränge regelmäßig irgendeine Kamera umgestoßen wird oder der Blickwinkel verschoben wird. Ich bitte daher jetzt schon um Entschuldigung. Wenn ihr da mal feststellt, dass plötzlich mitten im Spiel nichts mehr geht, ich bin mit drei Kameras hier, zwei auf Stativ, eine Zoom. Da habe ich das nicht immer unter Kontrolle. Fängt schon los, Akku leer, Chip voll. Und dann Leute, die ans Stativ stoßen oder gleich die ganze Kamera umwerfen. Gibt's alles. Shit, was? Das ist durch. Mit dieser Zoom-Kamera versuche ich immer ein bisschen so Atmosphäre einzufangen. Zum Beispiel nochmal zu zeigen, hier hinten im blauen T-Shirt. Da sitzt Papa Bindhammer vom größten Hildburgsteiner Talent, Felix Bindhammer, der aktuell in Versbach spielt. Da ist einer der bekanntesten Fotografen für die Presse, Lokalpresse in Hildburgstein, am Arbeiten. Da sitzt Hannes Hörmann. Eines der Top-Talente U18 in Deutschland, im Nationalkader, einer der besten Bayern, große Zukunftshoffnung, auch die größte Hoffnung für Hildburgsteiner. Da sind die fleißigen Helfer und Helfershelfer, die bei jedem Spiel vor Ort sind, um den Leipziger zu bedienen. Thorsten Floß mit seinem Sohnemann im Hintergrund der DJ, der für die Musik sorgt. Ein ehemaliger Musiker und Fernsehtechniker. All das gehört ja zu diesem Sport mit dazu und noch viel, 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 viel mehr. Wer nur den Sport selber sehen will, also Mann gegen Mann, zwei Spieler am Tisch,
Der gibt als Suchwort Stativ ein und bekommt dann, wenn er Glück hat, wenn es keine Panne gegeben hat, alle Ballwechsel. Von einem Blickwinkel aus mit Ruhe in der Kamera. Wir sehen, wie das Publikum hier reagiert. Wer alles zu so einem Spiel kommt. Was alles dahinter steckt, um so eine Veranstaltung erfolgreich zu machen. Der guckt mal. Suchwort. Auf diese ganz besondere Art des Tischtennis-Videos. Müssen wir jetzt mal gucken können, wie sie da steht. Aber die Satzbälle, die auf der Rückhand liegen, bringen ihm heute kein Glück. Da hat er heute schon einen ganz wichtigen versemmelt, viel zu lange gezögert, bis der Ball zu weit unten war. 0-2. Etwas strange, wenn man gesehen hat, wie er gegen den Inder gespielt hat. Aber wir wissen es alle, man spielt auch immer so gut, wie es der Gegner zulässt. Und das eine liegt daran und das andere weniger. Noch ist nichts vorbei.